Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich endlich für dich den Amazon Beauty Adventskalender. Yay! Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieses Jahr sieht der Amazon Beauty Adventskalender mega schön aus, denn er sieht einfach so aus. Finde ich wunderschön. Ich glaube, der kostet 10 Euro mehr als letztes Jahr, denn der hat jetzt 59,95 glaube ich gekostet. Link dazu unten in der Infobox. Und es sieht schon mal sehr, sehr ansprechend aus. Gefällt mir. Es wurde schon mehrfach gefragt. Claudi, wann öffnest du endlich den Amazon Beauty Adventskalender? Jetzt. Ich hoffe, dass ich das direkt morgen online gestellt bekomme. Ich bin super gehypt darauf, weil der Amazon Beauty Adventskalender ist immer so schön und echt toll befüllt. Und ja, er ist jetzt ein bisschen schwer zu halten, aber wir kriegen das hin. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Wir starten mit der Nummer 1. Das ist so cool. Die sind da so halb reingesteckt irgendwie. Also diese Box ist relativ leicht befüllt. Du hast hier... Ach so, hier steht nur drauf, Amazon ist nicht Hersteller der hierin befindlichen Produkte. Ja, das ist mir schon klar. Okay, als erstes starten wir, das finde ich toll, mit dem Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Das ist ein gutes Produkt. Übrigens wird es auch in diesem Video eine Verlosung geben, ne? Alles, was du gewinnen kannst, sage ich am Ende des Videos. Und was du tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Und ja, das ist ein toller Schwamm. Ich mag Beauty-Schwämmchen und ich glaube, das ist der Klassiker, oder? Ja, ich würde schon sagen, Number One Make-up Sponge. Ich glaube, fast jeder hat schon mal so ein Real Techniques-Schwämmchen gehabt. Der ist schön weich, der ist angenehm, ne? Und ich finde, der hält auch ganz gut. Ich wasche sowas auch eigentlich so immer mit der Hand durch und irgendwie so einmal im Monat oder so schmeiße ich meine ganzen Schwämme auch mal in die Waschmaschine. Nummer 2. Dadurch, dass die Boxen halt so halb reingesteckt sind, ist es schön, die rauszukriegen. Aber es ist gar nicht so schön, die wieder reinzufuddeln, um ehrlich zu sein. Natürlich muss hier eine Handcreme drin sein. Die ist aber von Nature Box mit kaltgepresstem Mandelöl. Und es ist eine milde Handcreme mit Mandelduft, die schnell einziehend sein soll. Und ja, da ist kein Blödsinn drin. 75 ml sind hier enthalten. Und es ist eigentlich ein ganz gutes Weihnachtsprodukt oder Adventskalenderprodukt. Ne? Weil kalte Jahreszeit, kalte Hände, trockene Hände, Hände eincremen. Aber große Produkte bislang. 2, Claudi. 2. Du hast 2 Produkte ausgepackt und sagst jetzt schon große Produkte. Wir gucken weiter. Nummer 3. Die ist ganz schön schmal. Ist da vielleicht mal dekorative Kosmetik drin? Eigentlich ein Produkt für mich tatsächlich, ne? Das ist witzig. Okay, von Got2Be Baby Hair. Bye Bye Baby Hair. Das ist so eine Haarmascara, mit der kannst du, wenn du so einen Bommel trägst, wie ich den sehr oft trage, quasi deine Babyhärchen wegmachen. Ich habe keine Ahnung, ob ich das wirklich verwenden möchte. Kein Beschweren und nicht fettend, leichte Kontrolle, 16 ml auf trockenem Haar anwenden, ne? Ich muss mal gucken. Nummer 4. Okay, das ist auch wieder ein Klassiker. Lippenbalsam gehört auch irgendwie mit rein. Whipped Vanilla von EOS Frosting Super Soft Sheer Lip Balm. Das ist dieser hier. Ja, wirklich ein Klassiker, ne? Also finde ich jetzt nicht schlimm, muss ich gestehen. Ich mag nicht so gerne EOS Lip Balms, aber das ist mein ganz persönliches Problem. Aber ja, den finde ich, also finde ich schön auf jeden Fall jetzt in dem Adventskalender drin. Die Nummer 5 ist ganz schön klein. Ja, da ich die Adventskalender halt auch weiter verwende, ist es ein bisschen blöd, weil das nicht ganz so hübsch dann von der Verpackung her aussieht, ne? Aber wir gucken mal, was uns die Nummer 5, sprich der Tag vor Nikolaus, zu bieten hat. Ah, okay. Das hier sieht erstmal total fancy aus, ne? Das ist von John Frieda Miracle Drops, eine Haarkur, pure Reparatur mit Vitamin E-Öl. Das sind 25 ml. Das sieht echt fancy aus, voll der Tropfen, ne? Finde ich schön. Bist du bereit für pure Reparatur? Die pure Reparatur Haarkur verwandelt dein brüchiges, strapaziertes Haar in ein regeneriertes, kraftvolles Haarwunder. Nice. Also bis zu 5 Minuten lässt du die einwirken und dann halt ausspülen. Das finde ich doch ganz nett, ne? Das muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Das ist cool. Nikolaus, die Nummer 6. Mal gucken, ob die fetzt, oder? Es ist auf jeden Fall verheißungsvoll groß, aber super leicht. Wir haben zuallererst einen 5-Euro-Gutschein von Amazon Beauty für den Amazon Premium Beauty Store. Den habe ich auch tatsächlich letztes und vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr auch drin gehabt, ne? Habe ich angewendet und finde ich ganz gut, ne? Also da ist ein individueller Gutscheincode drin. Und hier haben wir etwas von Barbour drin und zwar Refine Cellular Glow Booster B-Face Ampoules. Und da sind 3 Stück drin.
Ich glaube, das ist auch gar nicht so günstig. Und Barbour, Leute, ein Traum. Ampullen in Adventskalendern ist auch immer fein, ne? Mag ich gern. Die gehören auch rein. Nicht fein. So soll das sein. Die Nummer 7 ist ganz schön schwer. Oh, das ist schön. Das ist von Kneipp knisternde Badekristalle, Kaminknistern mit Apfel, Hagebutte und Kardamom. Das ist schön. 60 Gramm sind hier enthalten. Ein super tolles Adventskalenderprodukt. Hätte ich jetzt eine Badewanne. Kann man davon riechen? Hallo, wie riechst du denn? Die hatten mal irgendwann, da gab es das mal, so, dass man da dran riechen konnte, so Luftviecher drin, ne? Dass man schnuppern konnte, kann man leider nicht. Ich glaube, das ist echt so Weihnachten pur, ne? So Erholung. Die Nummer 8. Also die Verpackungen sind leider nicht so leicht wiederverwendbar, ne? Also das ist ein bisschen schade, muss ich gestehen. Aber das ist auch wiederum eins meiner persönlichen Probleme, weil ich ja Adventskalender immer gerne weiterverwende, gerade so Boxen-Adventskalender. Hier haben wir etwas von Feind drin. Das ist die Amazon-Eigenmarke von dekorativer Kosmetik. Da habe ich euch auch schon mal ein Fullface zugeschminkt. Dürfte ein bisschen älter sein. Befindet sich hier oben im i. Shiny Lip Fluid und Lip Liner sind hier enthalten, steht hier jedenfalls drauf. Und das ist meine Farbe. Ui, ja, ne? Ich nehme es mal raus. Das ist so ein richtiges, krasses, dunkelrot. Und dazu dann der passende, nee, der Lip Liner, der passt da nicht zu. Das ist so ein pinkrot. Ich meine, man kann es bestimmt irgendwie kombinieren, ne? Aber das ist schon nicht unbedingt zusammenpassend. Das ist ja schade, warum machen die das nicht? Also das hätte ich jetzt ja schon irgendwie gedacht, ne? Dass wenn die da Lip Liner und Lippenstift in, oder Lippen, Shiny, nennen wir es Lipgloss, reinpacken, dass die wenigstens dann die gleiche Farbe machen. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Wird die Nummer 9 uns erfreuen? Naja, irgendwie schon. Von Weleda Naturally Clear SOS Spot Treatment mit Weidenrinde. 10 ml sind hier enthalten. Das kannst du halt so zur Pickelbekämpfung nehmen, wenn du möchtest. Ich verwende am liebsten ganz klassisch Teebaumöl. Ne, das nehme ich eigentlich, weil es bei mir am meisten wirkt. Das ist so ein kleines Tübchen. Ja, ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Und es ist ein neues Produkt. Jedenfalls steht es dran. Die Nummer 10. Die ist klein. Ja, das ist wirklich... Du machst es hier halt so an der Seite auf. Und dann ist es halt so fisselig. Ne? Also ich glaube, einen Adventskalender kann man damit noch packen und dann war es das. Auch hier haben wir wieder den Klassiker drin, Invisibobbles. Und das sind Nano-Invisibobbles. Die sind jetzt in braun. Ja, so sieht man es, glaube ich, besser. Hatten wir letztes Jahr auch im Adventskalender drin und das haben wir in so vielen Adventskalendern drin. Also ich habe echt mittlerweile einen Invisibobble-Overload. Die Nummer 11. Das ist halt so eine große Packung und so ein kleines Produkt. Aber na, das ist von Revlon, das Equave Instant Beauty Instant Love 9 ml, ein Hydro Nutritive Detangling Conditioner. Den hatte ich schon mal in einer größeren Luxusprobe, glaube ich, auch drin. Ich glaube, das war letztes Jahr in dem Parfume Dreams Haar Adventskalender. Das ist ein Produkt, was du dir quasi, nachdem du die Haare gewaschen hast und wenn du die Handtuch getrocknet hast, einfach auf die Haarlängen aufgibst, um sie besser durchkämmen zu können. Genau, ja. Riecht erfahrungsgemäß richtig toll. Ich mag diese Revlon-Düfte für Haarprodukte eigentlich ganz gerne. Das riecht so ein bisschen, ja, pudrig, ne? Ein bisschen cremig halt auch. Halbzeit, die Nummer 12. Also für mich ist die Nummer 12 auch immer eine ganz interessante Box, Kiste, wie auch immer, weil das halt die Hälfte vom Adventskalender ist. Und dann darf da auch gerne mal etwas Besonderes drin sein. Huhuhu, Four Long Lashes bei Oceanic Eyelash Serum und zwar Wimpernserum Gold, keine Ahnung, das ist dieses hier. Alto Belly. Ja, Wimpernserien sind sackenteuer. Übrigens kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch ein gutes Wimpernserum holen wollt, das habe ich auf jeden Fall mal getestet, das Jewelry Lash, das habe ich mir selber gekauft, dann holt euch die Amazon Beauty Box. Die verlinke ich euch auch unten meine Infobox. Das ist ja eine Box, die kostet, ich glaube, 25 Euro und allein das Serum hat schon einen Wert von 40 Euro. Also von daher, und da sind auch viele andere Produkte drin, schaut sie euch auf jeden Fall mal an, kann ich voll empfehlen. Und natürlich, ne, den Adventskalender auch unten verlinkt. Hier haben wir 4 ml übrigens in diesem Wimpernserum drin. Normal sind so 1 oder 2 ml und 4 ist schon mal krass. Oder sind hier 2 Serien drin? Nee, es ist tatsächlich ein Serum und oh mein Gott, ist das edel eingepackt. Ne? Es ist nochmal so ein Geschenkschächtelchen. Also das, denke ich, wird ziemlich teuer sein.
Ja, habe ich noch nie ausgetestet, dieses Four Long Lashes, aber es soll auch sehr, sehr gut sein. Es kommt mit so einem, oh, es ist schön, so ein Dip-Applikator ist das. Ich mache das jetzt nicht auf, weil das hat immer nur, genau, 6 Monate Haltbarkeit und so lange brauchst du meistens auch, um es aufzubrauchen. Ich verwende immer Wimpernseren, das mache ich schon seit 2 oder sogar 3 Jahren tatsächlich und seitdem habe ich wirklich tolle Wimpern bekommen. Also da ist es relativ egal, welches Wimpernserum man nimmt. Also ne, manche machen halt mehr Wum, manche machen weniger Wum, aber es machen alle irgendwie Wum. Deswegen kann ich euch es empfehlen, wenn ihr einfach mal Bock auf längere Wimpern habt. Ne? Das Jewelry Lash habe ich ausprobiert, finde ich gut. Nuvega Lash probiere ich gerade, habe ich in Anwendung. Mag ich auch ganz gerne. Von Isana habe ich ausprobiert, mochte ich auch sehr gerne. Und das hier wird dann, nachdem ich das hier verwendet habe, verwendet werden. Also wahrscheinlich so ab Januar. Weil so lange ist das haltbar, was ich gerade in Anwendung habe. Geile Halbzeit. Das ist echt eine gute Halbzeit. Nummer 13. Nummer 13 macht Geräusche. Ah, wir haben wieder etwas von Feind drin und zwar Nagellacke. Klar, das klassische Rot, ne? Das darf auf jeden Fall nicht fehlen. Das ist dieses hier. Ich wusste gar nicht, dass die auch Nagellacke haben. Die Farbe 05 ist das. Schön übrigens, dass wir 2 Produkte drin haben, ne? Das finde ich nett. Und das hier dürfte dann auch, genau, die Farbe 07. Das ist so ein richtiges dunkles Weinrot, fast schon ins Violett. Das ist sehr, sehr passend dann zu dem Lippenstift. Und die sind halt groß, ne? 9 Milliliter, ich weiß nicht, ob das normal ist, so eine große Geschichte. Schön. Nummer 14. Hier scheint auch irgendwas Größeres drin zu sein. Oh, schön, ja. Das ist ein Versiegelungsserum, Anti-Splisswunder von Glisskur. Ionenkomplex und Traubenkernöl für splissgeschädigtes Haar wirkt wie ein Reißverschluss fürs Haar, der Spliss langanhaltend versiegelt. 75 Milliliter sind hier drin und das muss ja mal getestet werden, oder? Das finde ich super interessant. Splissversiegler. Nach dem Waschen 2 bis 3 Mal pro Woche sanft im feuchten Haar verteilen. Nicht ausspülen. Also einfach dann ganz normal nach dem Duschen drauf machen. Das wird ausgetestet. Sehr cool. Nummer 15. Hier ist eine Maske drin, auch schön von Nivea. Und zwar die Good Morning Fresh Skin. Gesichtsmaske erfrischend mit natürlichem Aloe Vera und Vitamin E für normale und Mischhaut. Das ist diese hier. Und ja, das finde ich ganz cool, ne? Das gefällt mir. Fresh kann man gut gebrauchen. Das ist eher was fürs Wochenende, finde ich, ne? Weil ich mache mir morgens nicht viel drauf, tatsächlich. Ich brauche 10 Minuten im Bad oder 15, wenn es hochkommt. Und das meiste davon sind tatsächlich Zähneputzen. Das lässt du 10 bis 15 Minuten drauf. Ja, das würde ich tatsächlich morgens nicht schaffen, wenn ich zur Arbeit gehe. Aber am Wochenende ist es auf jeden Fall was. Das sind 2 Anwendungen, jeweils 7,5 Milliliter. Da kriegst du bestimmt auch mehr als nur 2 Anwendungen raus. Das finde ich toll. Die Nummer 16 ist groß und super leicht. Oh, hallo, was bist du? Lifting and Smoothing von Wunder 2. Wunderlift 60 Seconds Wrinkle Reducer. 12 Milliliter. Also von Wunder 2 kenne ich doch eigentlich nur diese Wimpern. Ich glaube, ich habe eine Mascara von denen. Das war letztes Jahr drin. Die hat gemacht, dass deine Mascara irgendwie 72 Stunden hält. Voll krass. Und hat übrigens fast wirklich funktioniert. Ich habe sie aber immer wieder abgeschminkt, weil mir das sonst echt auf den Keks gegangen ist. Die hält wirklich sehr intensiv. Und was kenne ich denn noch von Wunder 2? Haben die nicht auch irgendwelche Augenbrauengeschichten? Ich weiß nicht, Wunder 2 kommt mir irgendwie, oder Wonder 2 kommt mir sehr bekannt vor. Universal ist hier die Farbe. Ist das für die Augen? 60 Sekunden Faltenreduzierer. Ich glaub's ja nicht. Ich glaub das nicht. Ist jetzt auch nochmal so richtig eingeschweißt, ne? Also da gibt es ja auch so verschiedene Seren und Geschichten, die Falten so extrem reduzieren sollen. Bin ich gespannt. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich behalten werde oder ob ich das weitergeben werde. Aber es ist schon ein interessantes Produkt, oder? Hier sind wirklich viele interessante Produkte drin, wo man denkt, ach, sowas gibt's, das finde ich wirklich cool. Aber auch wieder die Klassiker mit dem Schwamm, mit der Handcreme, mit den Invisibobbles, ne? Es ist schon eine bunte Mischung, oder? Warum ich mich übrigens so verrenke, hier ist ein Hintergrundlicht und ich wurde schon öfters darauf hingewiesen, dass das ein bisschen blöd reflektiert. Deswegen versuche ich mich da ein bisschen davor zu platzieren. Hier haben wir die Nummer 17. Eine Woche vor Heiligabend. Ich bin sehr gespannt. Ein Labello. Ja, komm. Lips to Kiss Coral Crush. Genau, das ist so ein Lippenpflegeprodukt, was gleichzeitig halt auch noch ein Farbtint mit dabei hat. Und ja,
das sieht sehr, sehr schön aus. Ich mag eigentlich auch ganz gerne diese Stifte zum Hochdrehen, weil das halt sehr praktisch ist. Ich frage mich immer, wie man die genau anspitzen soll oder ob man das dann immer entsprechend abnutzen sollte, damit man halt auch irgendwann noch ordentlich da das so malen kann und so, ne? Aber ja, so ein Lippenpflegestift ist nie weg. Aber es ist jetzt schon der zweite Lippenpflegestift, den wir drin haben. Klassischer Eos, klassischer Labello. Ne? Muss man halt so mal drüber nachdenken. Aber wir haben hier halt den Mix aus extravagant und klassisch. Quadratisch, praktisch gut haben wir hier oben die Nummer 18. Die ist auch ganz schön schwer. Also ein großer Titel drin wäre. Ma, ich reime so gerne, Leute. Okay, Neutrogena Hydro Boost Aqua Gel Geilomat. Ist wohl neu. Leichte Formel, normale und Mischhaut mit Hyaluron Gel Komplex und pflanzlicher Trehalose. Mhm. Sehr schön. Ja, sehr schön. Was haben wir denn hier drin? 50 Milliliter? Ja, halt die klassische Größe. Und das ist halt wirklich Full Size. Ne? Also ich sag mal so, wir haben hier ein bisschen sowas in kleineren Größen, aber das meiste ist schon wirklich Full Size. Und so schaut der aus. Das ist hübsch, ne? Ja, das gibt halt richtig Feuchtigkeit. Das kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Ich persönlich habe aber tatsächlich auch sehr, sehr viele Gesichtscremes schon da, ne? Aber wenn man den Adventskalender ganz normal so öffnet, ist es auf jeden Fall abwechslungsreich, jetzt eine schöne Gesichtscreme drin zu haben, ne? Wir sind jetzt nämlich in dieser Woche von den ganzen Weihnachtsvorbereitungen, finde ich so. Eine Woche vor Weihnachten oder Heiligabend fängt das Ganze bei mir innerlich auch immer so ganz exzessiv an. Mit Tannenbaum holen und so. Die Nummer 19. Das sieht nach vorne hin so klein aus, ne? Aber wenn du es dann rausziehst, dann ist es halt echt groß. Also in Anführungsstrichen groß, weil der Adventskalender halt relativ tief ist. Oh, Elizabeth Arden. Das sind die Vitamin C Ceramide Capsules Radiance. Ein Erneuerungsserum, da müssten 7 Stück drin sein oder so. Ich glaube schon. Das sind drin 3,2 Milliliter und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, genau. Und ja, eine interessante Kiste, denn das sind so einzelne Mini-Kapseln. Und da machst du den Pinöppel oben ab und dann kannst du das Serum da rausdrücken. Ich glaube auch, dass, ja, ich habe das schon mal verwendet. Ich hatte schon mal so eine Testgröße davon. Und das hat mir ganz gut gefallen. Das war samtig auf der Haut. Und ich finde den Duft von Elizabeth Arden auch sehr edel tatsächlich. Herzlich willkommen im 20er-Bereich. Begrüßt werden wir im 20er-Bereich von Invisibubbles. Und zwar die Waver. Ja. Yay. Nee. Die Nummer 21 muss meine Laune retten. Ich habe hohe Erwartungen an dich. Erfülle sie. Dreina oder Mina The Lip Gloss. Das ist dieser hier und das dürfte ein klassisches Rot sein. Ich habe mir ja gesagt, keine roten Lippenstifte behalten in der Adventskalenderzeit, denn ansonsten habe ich nachher 30 Lippenstifte in Rot. Nein, das ist tatsächlich ein Rostrot, was durchaus eine tragbare und schöne Farbe ist, wenn man es vielleicht mal ein bisschen dunkler haben möchte. Ja, spricht mich persönlich von der Farbe jetzt nicht so mega an, ist aber eine schöne, warm, ein bisschen aber auch eher ins neutrale Farbe. Also die kannst du zu vielen tragen tatsächlich. Und es sieht alles ganz nice aus doch. Aber ja, ja, ja. Das vierte Lippenprodukt. Und mit Lip Liner schon das fünfte. Ja. Die letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Ja, ja. Saint-Tropez Self-Tan Purity 14 Milliliter. Das ist fürs Gesicht, glaube ich, ne? Ein Selbstbräunungsspray, womit du nach und nach dein Gesicht quasi bräunen kannst. Bronzing Water Face Mist Natural Glowing Skin. Ja, also das ist halt ein Gesichtsspray und es soll nach und nach dann dein Gesicht halt bronzen. Ich stehe zu meiner noblen Blässe mehr oder weniger. Nee, also da brauche ich jetzt keinen Gesichtstanner. Endspurt Nummer 23. Oh, schön, ja. Von Nae. N-A-E. Purezza. Sanfte, feste Gesichtsreinigung. Reinigt sanft. Zertifizierte Naturkosmetik. Plastikfrei. Vegane Formel für alle Hauttypen. 78 Gramm. Das ist ein Gesichtsreiniger in fester Form. Mega, oder? Das finde ich extrem cool. Aktuell verwende ich sogar eine feste Nachtcreme. Leute, es wird immer mehr mit diesen festen Produkten. Und ich gewöhne mich dran. Ich finde es schön. Ich mag das wirklich gerne leiden. Das riecht auch angenehm. Es hat jetzt keinen starken Eigengeruch. Es sieht auch einfach aus wie ein Stück Seife. Also ich kann mir vorstellen, dass ich das meiner Schwägerin tatsächlich auch schenke in ihren Adventskalender. Weil ich glaube, dass sie das ziemlich cool finden würde. Und ja,
Das ist eine geile Geschichte. Ich glaube, nach Rose dürfte das dann duften, ne? Ein Stück ersetzt zwei Tuben. Also ein Stück ersetzt zwei Gesichtsgele a 150 ml für durchschnittlich 150 Anwendungen. Wow! Also 150 Tage, also 5 Monate quasi. Nicht schlecht. So, jetzt habe ich meine Lene mal davor gedreht, ne? Dann kann ich auch hier ganz normal reden. Ha! Können wir bitte darüber reden, wie groß die Nummer 24 ist? Da. Die ist ja echt, also, heftig. Ich glaube, so eine große Nummer 24 hatten wir noch in keinem anderen Adventskalender drin. Und ich habe schon sehr, sehr viele aufgemacht. Da bin ich gespannt, was da jetzt drin ist. Ey, das ist wirklich komplett gefüllt und da scheint was von Remington drin zu sein. Nein! Wie geil! Nein! Wow. On the go, easy, compact, light. Das ist einfach mal ein Glätteisen. Die haben mir einfach ein Glätteisen reingepackt. Das finde ich ja cool. Ich habe kein Glätteisen, ne? Weil ich ja nicht so ein Fan von Haare machen bin. Aber Leute, ich überlege ja, meine Haare etwas abzuschneiden. Also vielleicht eine Long Bob oder so. Also vielleicht, die sind ja echt lang, erstmal so bis hier oder so, dass ich das erstmal abschneide. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch mehr. Und dann kann man ja vielleicht hiermit auch so ein bisschen basteln, ne? Dass ich mir damit vielleicht mal versuche, Locken zu machen, so am Wochenende oder so. Und da ist einfach mal ein Glätteisen drin. Ich finde es witzig. Ich will es auch machen. Ja, es ist halt ein Reiseglätteisen, das haben die ja auch geschrieben. Travel friendly oder sowas, ne? So zum Reinkommen, wenn man noch nie sowas wie ich, ne? Noch nie groß sowas verwendet hat, ist es doch gar nicht so verkehrt, das einfach mal zu haben und zu verwenden und auszuprobieren. Ich weiß nicht, ob das so cool ist, dass hier unten dieser On-Off-Schalter drin ist, also in dem Glätteisen selber. Das ist eine Tasche, da kannst du dann das Ding drin aufbewahren und wenn du dann verreist, mitnehmen. Das ist ja cool. Und dann kann man damit so verreisen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber das finde ich auf jeden Fall cool. Flasht mich. Also ich krieg das nicht. Ich krieg das nicht wieder rein. Egal, muss ich mich gleich mal mit befassen. Diese 5 Produkte kannst du in diesem Video gewinnen. Und zwar ist das die Handcreme von Naturebox. Dann der Nagellack von Feind. Von Labello. Den Kiss to Lips. Nein, Lips to Kiss. Von Feind den Lip Liner. Und von Weleda SOS Spot Treatment. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. So, wie fand ich den Adventskalender? Abwechslungsreich, lohnenswert. Enthält sowohl Produkte, die man, womit man gerechnet hätte, ne? Aber auch Produkte, mit denen man so gar nicht gerechnet hätte. Enthält echt Knallerprodukte, wie das Wimpernserum und, das Glätteisen und so, ne? Richtig, richtig geiler Adventskalender, kann man 1A verschenken, denke ich mal, weil derjenige oder diejenige, der oder die das bekommt, wird sich auf jeden Fall jeden Tag über eine echt coole neue Überraschung erfreuen können. Und ihr Lieben, das war's jetzt von meiner Seite. Ich finde den, also klasse, jedes Jahr immer wieder, ne? Also das ist mir echt ein Fest. Und wenn euch auch dieses Video ein Fest war, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!